Die Jagdsaison ist schon bald wieder eröffnet, denn 2018 kehrt die legendäre außerirdische Bedrohung, der Predator, zurück auf die Kinoleinwand. 2016 wurde bereits bestätigt, dass Shane Black die Regie übernehmen würde. Black war bereits im ersten Teil als Hawkins zu sehen und auch zum Teil für die Dialoge und coolen Sprüche des Films verantwortlich. If it bleeds, we can kill it. Nun gibt es auch die ersten Informationen zum Cast. Während Key & Peele Star Keegan-Michael Key bereits bestätigt wurde, werden sich nun wahrscheinlich auch Thomas the Punisher Jane und Olivia Munn dem Cast anschließen. Ebenfalls bestätigt wurde Boyd Holbrook, der einen Ex-Marine spielt, der die Existenz von Aliens beweisen will, dem aber niemand Glauben schenkt. Das letzte bestätigte Castmitglied ist Jacob Tremblay, den viele Zuschauer in Raum kennenlernen durften. Tremblay verkörpert den autistischen Sohn des Ex-Marines, der dank seiner außerordentlichen Gabe, neue Sprache zu erlernen, eine Schlüsselfigur im Kampf gegen den Predator spielen wird. Ob der Junge nun tatsächlich die außerirdische Sprache der Jäger sprechen und verstehen wird, bleibt abzuwarten. Da jedoch über den weiteren Plot des Films bisher noch nichts verraten wurde und man nicht weiß, ob es sich bei diesem um ein Sequel oder Reboot handeln wird, wird der Film daher häufig als Reboot-Quel bezeichnet. Daher geben wir euch nun 5 Dinge, die der Film beachten sollte. Die tatsächliche Jagd. Was den John McTiernan-Klassiker so besonders machte, war die Tatsache, dass der Predator für den Großteil des Films getarnt und nicht zu sehen war. Das gab dem Film einen klaustrophobischen Vibe in einem riesigen Dschungel. Jederzeit konnte die Kreatur zuschlagen, was für konstante Spannung sorgte. Teamdynamik. Mindestens genauso wichtig wie die Gefahr, die vom Predator ausgeht, ist das Charisma unserer Hauptcharaktere sowie deren Chemie untereinander. Dylan! You son of a bitch! Der erste Film hatte ein Team, das wie eine gut geölte Maschine funktionierte. Wir durften die einzelnen Charaktereigenschaften kennenlernen. Bunch of slack-jawed faggots around here. This stuff will make you a goddamn sexual tyrannosaurus. Und verbrachten etwas Zeit mit ihnen auf ihrer Rettungsmission, bevor die Jagd losging. Daher waren sie uns nicht egal. Ein derartig cooler Haufen von Hauptcharakteren, die individuell interessant sind und gut zusammen funktionieren, wäre wünschenswert. Fanservice. Rechnet man die Alien vs. Predator Filme mit dazu, so wird The Predator der mittlerweile 6. Teil des Franchises sein. Daher wollen wir Cameos oder Anspielungen auf die Vorgänger, vor allem auf das Original haben. Und sind wir doch alle mal ehrlich, wenn ein älterer Han Solo funktioniert, dann kann auch Arnie einen älteren Dutch spielen. Stick around. Predator-Kultur. Der Jäger aus dem All ist eine interessante Kreatur, die im Gegensatz zum Xenomorph hochintelligent und ausgestattet mit fortgeschrittener Technologie ist. Doch was ein wichtiger Bestandteil der Yautjas, wie die Predators in Wirklichkeit heißen, ist, ist ihre Kultur, die stark an historische Kriege angelehnt ist. Ehre und strikte Regeln sind Teil dieser. Doch in den Filmen haben wir von der Predator-Kultur noch nicht allzu viel mitbekommen. Daher wäre nun die Möglichkeit, uns mehr davon zu geben. What the hell are you? Heftig muss es sein. Der originale Predator-Film ist in erster Linie ein heftiger Actionfilm, bei dem es hart zur Sache geht. Und genau das wünschen wir uns von The Predator. Die Action soll keinesfalls weichgespült werden, denn das hatten wir ja bereits in Alien vs. Predator. You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. Was haltet ihr von The Predator? Freut ihr euch auf den Film? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn ihr mehr über Star Wars Episode 8 oder den Uncharted-Film erfahren wollt, dann schaut euch diese Videos an.